Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zur Premiere einer weiteren Modellneuheit 2020. Zu den anderen Gerüchten und zu dem, was wir bereits wissen, haben wir ja bereits ein Video gedreht. Das könnt ihr euch ebenfalls ansehen, wenn ihr dann hier klickt. Heute geht es um einen neuen Supersportler und das ist natürlich nicht die Triumph Scrambler 1200 XE, sondern die Triumph Daytona Moto 2 765 Special Edition. Und was hinter diesem elendslangen Namen steckt, das erzähle ich euch gleich. Ja, willkommen zurück hier aus meiner Garage. Heute bin ich leider solo. Clemo und Schönlaub arbeiten wahrscheinlich schon am nächsten Heft, das wir in Bälde produzieren. Und da gibt es dann auch einiges zu lesen über die neue Daytona Moto 2 765 Special Edition. Warum Special Edition? Das Motorrad ist auf 2x765 Stück limitiert. Einerseits für den kanadischen, amerikanischen Raum und andererseits für Asien, Europa und irgendwie den Rest der Welt. Ist überschaubar, damit vermeidet natürlich Triumph, dass einige Fahrzeuge dann beim Händler den Laden hüten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die 2x765 Stück sehr schnell ausverkauft sein werden, weil das Motorrad wirklich einiges zu bieten hat. Zum Preis komme ich am Schluss. An dem wird es aber, glaube ich, nicht scheitern, weil die Ausstattung ist so hochwertig und das Motorrad eigentlich so einzigartig, weil es der erste echte Moto 2 Ableger ist, den die Dorna erlaubt hat und damit eigentlich schon vor dem Verkauf ein echtes Sammlerstück ist. Aber fangen wir mal an beim Design. Also ich muss sagen, ich war leicht enttäuscht. 765 schaut das 675 doch ein bisschen zu ähnlich für meinen Geschmack, weil das Motorrad eben so viel Neues bietet und so eine hochwertige Ausstattung hat und natürlich auch diesen neuen Motor, der auf dem Moto 2 Motor basiert, das hätten auch irgendwie gestalterisch hervorheben müssen. Diese Doppelscheinwerfer wieder, die man kennt, die Formen ähnlich, ein bisschen schärfer, ein bisschen kantiger. Auch das Heck erinnert stark an die 675er, die ich, glaube ich, zweimal als Dauertester hatte. Einmal die normale, einmal die R. Und deshalb hätte ich mir da ein bisschen mehr Mut erwartet. Es gibt ja auch nur die Version in Sichtcarbon. Die ganze Verkleidung ist ja Carbon, deshalb ist das Motorrad angeblich auch sehr, sehr leicht. Auch zum Gewicht kommen wir ein bisschen später. Es gibt also kein Rot, kein Blau, kein Grün und das ist für mich ein bisschen unspektakulär. Ich meine nicht, dass Sichtcarbon voll Verkleidung unspektakulär wäre, aber trotzdem, ein bisschen was hätte noch gefehlt. Was mir dafür sehr gefällt, ist der Aero-Auspuff. Der war hier auf meiner Triumph Scrambler 1200 XE noch aufpreispflichtig. Der ist serienmäßig dabei, extrem dünn, ja, ein Nichts von einem Auspuff. Titan Außenhaut, schaut wirklich herrlich edel aus. Aber ja, vielleicht ein paar Farbspritzer einfach, vielleicht ein bisschen Rot oder irgendwas Scharfes, um es auch als wirklich Special Edition zu kennzeichnen. Naja, bei den Werten auch hier ja, musste ich kurz einmal innehalten, weil ja schon die 675R am Papier 128 PS hatte, die neue jetzt mit 765 Kubik hat 130 PS. Ist jetzt nicht der große Knaller, wir wissen, wie schwer es heutzutage mit diesen kleineren Kubaturen ist, aber trotzdem 7 PS mehr auch als die aktuelle Street Triple RS, 3 Newtonmeter mehr als die aktuelle Street Triple RS. Wir sind jetzt bei 80 Newtonmeter, das sind natürlich beachtliche Werte und ich bin mir sicher, dass das Motorrad unglaublich gut geht. Aber ja, ist jetzt halt nicht so der Riesenschritt, den man sich vielleicht erwartet hätte. Aber, und jetzt komme ich zum Gewicht, die neue 765 soll leichter sein als die alte. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, als die alte R, die hatte nämlich 184 Kilo. Vollgetankt am Papier. Ich habe das nie nachgewogen. In dem Fall wäre sie leichter gewesen als die Honda CBR 600RR. Die hatte 185 vollgetankt. Das haben wir auch damals überprüft. Also gehen wir mal davon aus, sie ist
leichter als 185 Kilo und das verspricht natürlich ein irres Handling. Damals die Präsentation der R noch in Portimao, meine Lieblingsstrecke in Europa. Ich war zwar noch nicht auf jeder Rennstrecke in Europa, aber ich war auf vielen und Portimao ist eine Sensation, es ist wie eine Hochschaubahn. Und was da so merkbar war, welchen Vorteil dieses Mehr an Hubraum hatte bei der Triumph, gleichzeitig bei diesem niedrigen Gewicht, diese scharfe Auslegung der Geometrie. Da bin ich auch gespannt, wie es Triumph da angelegt hat, weil die alte, vor allem die erste, war echt radikal noch, also so richtig, um die Handgelenke zu vernichten. Die neue hat eine Sitzhöhe von 822 mm, das klingt jetzt nicht so wild. Vielleicht ist da die Position ein bisschen entspannter. Aber jetzt spreche ich aus der Sicht von einem, der sie vielleicht fahren wird. Ich weiß gar nicht, ob ich es fahren werde. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich der Triumph für eine Präsentation ersparen wird. Bei dieser geringen Stückzahl erwarte ich mir jetzt nicht unbedingt eine Einladung, aber werden wir sehen. Auch bei der Panigale R zum Beispiel, da gab es, ich glaube, 10 Teilnehmer bei der Präsentation, da wurde wirklich nur eine Handvoll eingeladen. Wir haben dann einen Test bekommen von einem Schweizer Kollegen. Wird vielleicht ähnlich ablaufen, da kann ich leider noch nichts versprechen. Ich hoffe es natürlich stark, bin extrem gespannt und ich bin dankbar für jeden neuen Supersportler, der am Markt erscheint. Auch die restliche Ausstattung ist extrem hochwertig. Ich habe es schon erwähnt, wir haben ein Öhlins Fahrwerk NIX30 Gabel 43 mm, Öhlins TTX 36 Federbein, das sind Komponenten, die werden auch in der British Superbike eingesetzt oder beim Sieg von Triumph auf der Isle of Man. Also viel besser geht es dann nicht mehr. Wir haben Brembo-Bremsen, wir haben Brembo-Bremszylinder, wir haben auch den verstellbaren Bremshebel, wo man auch die Übersetzung verstellen kann, kennen wir auch von der Street Triple RS oder sogar hier von der Scrambler 1200 XE. Also da gibt es wirklich keine Kompromisse. Dann haben wir auch die leichtersten Felgen. Wir haben einen Schaltassistenten serienmäßig Up and Down zum Rauf- und Runterschalten. Wir haben ein abschaltbares ABS. Und wenn wir uns die Armaturen anschauen, dann sehen wir, das ist eigentlich das, was ich auch hier drauf habe, was eben von der RS Street Triple übernommen wurde. Wir haben diesen Joystick zum Steuern, wir haben einen Home-Button, dann haben wir noch diesen Menü-Button links. Ich gehe also davon aus, dass es mehrere Fahrmodi auch gibt, die werden vielleicht auch noch übernommen. Natürlich nicht die Offroad-Fahrmodi von hier. Also das alles, ein bisschen Komponenten dann vielleicht aus dem Regal. Wir haben auch ein schönes, großes Display, wo sicher viele Informationen angezeigt werden können. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, aus 35 Zubehörteilen zu wählen. Da gibt es zum Beispiel einen Heckumbau, also auch das interessant. Und ich bin gespannt. Das Motorrad ist jetzt, finde ich, so ein bisschen zwischen einer ganz, ganz hochexklusiven Edition und einem Serienmodell, ja? Also was diese Menge betrifft. Und deshalb meine Hoffnung eben, dass es vielleicht dann doch... dass die Presse die Möglichkeit haben wird, das zu fahren und dass ich euch dann nicht nur aus der Theorie erzählen kann, sondern auch aus der Praxis. Wer Interesse hat, kann diese Special Edition ab Februar 2020 erstehen. Zu welchem Preis? Steht leider noch nicht fest, ja, ist ganz klar. Und genauso das geringe Gewicht, über das ich spekuliert habe, ist noch nicht bekannt. Ich schätze mal, zur EICMA wird soweit sein. Im November, Anfang November 2019 natürlich noch, wo wir live vor Ort sein werden, das Motorrad auch anschauen. Und da werde ich dann vielleicht nähere Gespräche und Verhandlungen führen, ob wir dann auch einen Praxistest machen können. Ja, so viel zu einer weiteren erfreulichen Modellneuheit der Saison 2020. Weitere werden natürlich folgen, deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr nicht nur dieses Video liked, sondern auch unseren Kanal abonniert und einen Kommentar hinterlässt. Was fehlt euch noch? Was erwartet ihr noch? Und vielleicht auch ein bisschen zur 765er. Ist sie euch stark genug? Ist sie euch anders genug, schön genug, wie auch immer? Ob sie schnell genug ist, das werden wir vielleicht sehen, vielleicht auch nicht.
Und ich melde mich natürlich sofort wieder, sobald wir Neues erfahren. Vielleicht werden wir auch ein zweites Video zu den weiteren Gerüchten, die wir bereits wieder aufgegabelt haben und den Erlkönig-Fotos und so drehen. Ansonsten sehen wir uns spätestens bei der ECMA wieder, dann mit richtig vielen Neuheiten. Und bis dahin, danke und bis zum nächsten Mal.